Wir können also hier mit zwei Pumpspendern ausreichend die Wimpern reinigen und schön schauen, dass wir wirklich alle Proteinreste am Auge entfernen. Und dasselbe kann ich hier auf der anderen Seite durchführen oder eben wahlweise einen Schaum benutzen. Ich lege nun die Augenpads an. Ich lege diese immer im geschlossenen Zustand der Augen an und ziehe hier nur ein wenig das Oberlid herunter, dass ich die Wimpern unter dem Augenpad schön verstecken kann. Versuche nicht zu weit hoch hier an den Nasenflügel zu kommen und das Pad insgesamt richtig gut zu platzieren und zu straffen. Ja. Kontrolliere ich nochmal, ob es auch für meine Kundin okay ist und stell sicher, dass das Auge nicht gereizt wird. Ganz wichtig ist es auch, am Augeninnenwinkel und am Augenaußenwinkel zu kontrollieren, ob die Wimpern hier wirklich richtig schön an Ort und Stelle auf dem Pad liegen und nicht unter dem Pad. Wenn ich sonst die Augen öffne, habe ich meist eine Schwierigkeit, dass die Wimpern nicht bis zum Augeninnenwinkel voll besetzt worden sind. Das kontrolliere ich hier nochmal und habe also damit die absolute Sicherheit, dass meine Wimpern gut sitzen. Nun werden die Wimpern nochmals vollständig mit unserem Proteinlöser gereinigt. Das ist ein sehr gutes Produkt, denn auch wenn die Kundin denkt, sie ist toll abgeschminkt, kann es manchmal einfach Schwierigkeiten geben und es sind noch so leichte Reste von der Mascara auf den Wimpern. Und um das zu vermeiden, kann ich das mit dem Proteinlöser vollständig auch zusätzlich entfernen, alle Verschmutzungen. Ich trockne das Ganze mit dem Mikrobürstchen noch einmal ab und nehme dann also hier die Mascara Rückstände, die eventuell noch drauf sind, auch sehr schön mit herunter. Ganz wichtig ist es, dass ihr nochmal schaut, dass die Wimpern richtig gut getrocknet sind nach diesem Prozess, bevor ihr anfangt zu kleben. Dafür benutze ich diesen kleinen Föhn und kann also hier das Ganze wunderschön trocknen. Ja, und wir sehen schon, unsere Wimpern stehen etwas flach auf dem Augenpad. Ich möchte sie eigentlich gerne etwas nach oben ziehen und dazu benutze ich eins meiner Tapes, Papiertape oder Plastiktape. Ich verwende jetzt das Plastiktape, das ist mir immer am liebsten. Dazu bringe ich das Tape nah am Augenlid an. Fixiere das auf dem Augenlid und ziehe es etwas nach oben und fixiere das über dem Augenbrauen. Und das Ganze ebenfalls in die andere Richtung wie ein kleines V, so dass ich keinen Hügel drin habe und die Linie, die Lashlinie hier schön natürlich geschwungen ist und gleichmäßig nach oben gewandert ist. Für die Arbeit am linken Auge positioniere ich der Kundin den Kopf etwas zu meinem Vorteil und sehe auch, dass es etwas überspannt ist, so dass ich eine gute Sicht habe. Das gleiche führe ich auf der linken Seite durch.
Ich versuche natürlich so wenig wie möglich Kleberückstände auf den Augenbrauen zu haben, damit der Kundin dort keine wertvollen Härchen verloren gehen. Dieses Tape verwende ich sehr, sehr gern, weil es wirklich einfach klebt und auch im Sommer auf sehr schwitzenden Kunden gut hält. Ich überprüfe nochmal die Position meines Augenpads.